willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, in den Kommentaren, da lese ich oft die Frage, warum passiert das Ganze immer in den USA und nicht bei uns? Und anhand der Berichte, die ich hier so mache, ist das auch eine berechtigte Frage. Aber diese Frage, die lässt sich auch relativ einfach beantworten. Nach den Fällen, die ich heute besprechen werde, werde ich auf dieses Thema noch einmal eingehen. Aber jetzt der erste Fall. Der Ort, den ihr hier seht, das ist Spanish Fork. Das liegt im US-amerikanischen Utah. Das ist so ein typisch amerikanischer Vorstadtort. Sehr klein, jeder kennt jeden. Es gibt einen Supermarkt, eine Polizeistation und eine Highschool. Die Leute leben dort meist von ihren kleinen Geschäften, von der Landwirtschaft oder fahren eben zu ihren Jobs in die nächste Großstadt. So richtig viel gebacken ist dort also nicht. Diese vier Männer, die ihr jetzt hier seht, das sind zwei Polizisten, links und rechts außen und in der Mitte zwei Rettungssanitäter. Das Bild stammt aus einem CNN-Interview und diese vier, die haben etwas erlebt, für das sie bis heute noch keine Erklärung haben. Das Ganze passierte im Jahr 2015. Spanish Fork hat mehrere Zufahrten und eine davon, die führt über eine Brücke über den Spanish Fork River. Es ist der 6. März 2015. Jennifer Grosbeck und ihre kleine Tochter Lilly, die befinden sich auf dem Heimweg nach Spanish Fork. Da Jennifers Mann auswärts arbeitet und oft tagelang nicht nach Hause kommt, besuchen sie öfter die Eltern von Jennifer. So auch an diesem 6. März. Aufgrund der Abfahrtszeit bei ihren Eltern, da konnte die Polizei in etwa Folgendes rekonstruieren. Als Jennifer sich mit ihrem Fahrzeug der Brücke über den Spanish Fork River nähert, da war es bereits dunkel. Aus irgendeinem Grund, den die Polizei nicht nachvollziehen kann, ist Jennifer mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und dann neben der Brücke in den Graben gefahren und einen Hang hinunter. Dort hat sich das Fahrzeug überschlagen und landete auf dem Dach im Spanish Fork River. Der nächste Morgen, es ist Samstag, der 7. März 2015. Ein Angler hält mit seinem Fahrzeug am Ufer des Spanish Fork Rivers. Dieser Bereich des Flusses, der ist bei Anglern sehr beliebt, weil er sich außerhalb des Ortes befindet und sehr einsam gelegen ist. Und wie das bei Anglern nun einmal so ist, die bevorzugen eher die Ruhe anstatt viele Menschen um sich herum. Der Mann greift sich seine Angelausrüstung und betritt die Böschung neben der Brücke über den Spanish Fork River. Und da entdeckt er im Wasser des eiskalten Spanish Fork ein Fahrzeug. Das Fahrzeug ist verkehrt herum und die Räder ragen aus dem Wasser. Das Heck des Fahrzeugs schaut noch etwas aus dem Wasser heraus. Der Mann greift sein Mobiltelefon und alarmiert sofort die Polizei und die Rettungskräfte. Es sind die beiden Polizisten und die beiden Rettungskräfte, die eben auf dem Foto zu sehen war. Sie eilen hinunter zum Flussufer. Durch das angehobene Heck des Fahrzeugs schaffen es die Polizisten vom Ufer aus einen Blick durch die Heckscheibe ins Fahrzeug zu werfen. Zunächst haben sie den Eindruck, dass sich im Fahrzeug niemand mehr befindet. Doch dann hören die Polizisten und die Rettungskräfte die Hilferufe einer Frau aus dem Fahrzeug. Und diese Frau ruft: "Helft mir und rettet mein Baby." Alle vier haben diese Hilferufe gehört und ohne zu zögern springen sie in das eiskalte Wasser des Spanish Forks. Sie erreichen das Fahrzeug und alle vier hören aus dem Fahrzeug immer noch die Hilferufe und die Bitte, das Baby zu retten. Oben auf der Brücke kommen mittlerweile weitere Fahrzeuge der Polizei an. Drei weitere Polizisten springen in das Wasser und gemeinsam versucht man, das Fahrzeug herumzudrehen, was auch gelang. Auf dem Rücksitz des Fahrzeugs, da entdecken sie einen Kindersitz und in diesem Kindersitz, da ist ein Baby. Einer der Rettungskräfte öffnet sofort die Tür des Fahrzeugs und greift nach dem Baby. Und die Hand, die er ergreift, die ist eiskalt, aber als er das Baby genauer betrachtet, merkt er, dass es noch atmet. Also löst er das Kind aus dem Kindersitz und bringt es sofort in den Rettungswagen. Aber vorne auf dem Fahrersitz, da können die Polizisten nur noch die verstorbene Mutter finden. Eine spätere Autopsie, die ergab zwei Dinge. Zum einen, dass sie schon alleine an den Folgen des Unfalls verstorben ist. Sie hatte sich, als sich das Fahrzeug überschlug, schwere Verletzungen zugezogen, die sie nicht überleben konnte. Und zum anderen hat man sie im wasserüberfluteten Teil des Fahrzeugs unter Wasser im Spanish Fork gefunden. Das heißt, so oder so wäre sie verstorben.
Die kleine Lilly, die wird höchstwahrscheinlich überlebt haben, weil sich das Heck des Fahrzeugs angehoben hatte und sich dadurch im hinteren Teil ein Hohlraum gebildet hatte. Und in den ist dann eben kein Wasser eingedrungen, wodurch sie dann ausreichend Luft hatte. Und dadurch, dass auch die Türen hinten ein bisschen was mitbekommen haben, ist es so, dass dort Luft einströmen konnte. Und so konnte die Kleine dann überleben. Sie hat eine Woche auf der Intensivstation in einem Krankenhaus gelegen und wurde dann putzmunter entlassen. Aber die eigentliche Frage bei diesem Fall ist ja, wer hat aus diesem Fahrzeug heraus um Hilfe gerufen? Wer hat gerufen, rettet mein Baby? Alle vier, die beiden Polizisten und die beiden Rettungskräfte, die haben eindeutig diese Hilferufe vernommen. Und sogar noch dann, als sie vor dem Fahrzeug standen. Und diese Hilferufe, die kamen nicht von irgendwoher, sondern eindeutig aus dem Fahrzeug. Ja, was kann es gewesen sein? Die Mutter jedenfalls nicht in der Form, dass sie noch lebte. Ja, was macht man jetzt mit so einem Fall? Ganz klar, ich kann mir das nicht erklären, also müssen die lügen. Ja, die haben da am Ufer gestanden, haben das Kind gerettet und haben gesagt, boah, komm, wir denken uns jetzt eine ganz tolle Geschichte aus und haben die dann erzählt. Wahlweise könnte hier aber auch ein Fall vorliegen, der ein bisschen verdeutlicht, dass es vielleicht doch Dinge gibt, die wir uns so einfach eben nicht erklären können. Naja, wer weiß es schon. Unsere nächste Geschichte, die führt uns nach Swaffham in Südostengland. Swaffham ist ebenfalls ein kleiner Ort mit nicht allzu vielen Einwohnern, doch der Friedhof des Ortes, der hatte ein kleines Problem und zwar hiermit. Dieses Foto stammt aus dem Jahre 1981 und zeigt, wie man sieht, ein Kreuz auf einem Friedhof. Das ist ja erst einmal nichts Besonderes, wenn man aber näher hinsieht, dann fällt einem auf, dass dieses Kreuz entgegen der Ausrichtung der anderen Grabsteine steht. Und das war eben dieses kleine Problem, denn dieses Kreuz, das drehte sich ganz von alleine in eine andere Richtung, so als ob es das Grab verlassen wollte. Dieses Grab gehört einer Dame namens Elle Morse, die im Jahre 1852 im Alter von 37 Jahren starb. Alles Neuausrichten des Grabsteins nutzte nichts. Innerhalb von 7 Jahren drehte er sich immer wieder um 90 Grad, so als ob er sich vom Grab abwendete. Aber wenn diese Dame 1852 verstarb und dieses Foto aus dem Jahre 1981 stammt, wieso geschahen diese Dinge erst in einem Zeitraum von 7 Jahren vor 1981? Der augenscheinliche Grund für diese Sache, das sind Umbaumaßnahmen. In den 70er Jahren, da wurden die Gräber auf diesem Friedhof neu ausgerichtet. Die alten Grabsteine, die waren teilweise umgekippt oder abgesackt und das Ganze sah nicht mehr so nett aus, wie man sich das vorgestellt hat. Also wurden die Grabsteine zunächst abgetragen, dann wurden die Gräber neu ausgerichtet und die Grabsteine wieder auf die Gräber gestellt. Und seitdem begann sich dieses Kreuz zu drehen. Irgendwann einmal bekam auch die Presse Wind von dieser Geschichte und mit Erlaubnis des Pfarrers, der diese ganze Sache auch sehr merkwürdig fand, da organisierte sie eine Untersuchung des Bodens, auf dem das Kreuz stand. Und das Ergebnis war, dass es dort nichts Besonderes gibt. Ganz normaler Boden, auf dem Gras wächst, keine Hohlräume, nichts dergleichen, was so eine Bewegung des Kreuzes verursachen könnte. Dann nahm sich ein Historiker der Sache an und der wollte einfach mal herausfinden, wer war denn diese Elle Morse? Viel war über die Dame nicht herauszufinden, außer dass sie die Tochter eines wohlhabenden Bierbrauers war. Der hat, nachdem Elle Morse gestorben war, erst einmal 400 Pfund gespendet, damit das Gotteshaus damals renoviert werden konnte, was zu dieser Zeit eine immense Summe war. Und nach seinem eigenen Tod, da hat er dann noch einmal eine Riesensumme vererbt und viele Wertgegenstände. Das Ganze machte laut dem Historiker so ein bisschen den Eindruck, als wollte er sich von einer Schuld freikaufen. Aber das liegt nur im Bereich der Spekulation. Ebenfalls spekulativ ist das, was auf dem Grabstein steht. Neben dem normalen Geburt- und Sterbedatum von Elle Morse befinden sich auf dem Grabstein noch 2 Zeilen von Texten, die seinerzeit in dieser Gegend auf Grabsteinen von Frauen geschrieben wurden, die man für Hexen gehalten hat. Ist Elle Morse vielleicht nicht eines natürlichen Todes gestorben und ist dieses Drehen des Grabsteins vielleicht ein Zeichen gewesen, dass man sie umgebracht hat? Oder war sie eine Hexe und deshalb
dreht sich der Grabstein. Beide Theorien, die gibt es. Aber es gibt noch eine dritte Theorie. Und zwar die, dass nach diesem Umbau des Friedhofs und der Begradigung der Gräber der Grabstein auf ein falsches Grab gesetzt worden ist und nun sich von diesem Grab abwendet. Aber der Historiker und alle anderen Beteiligten, die sind sich sicher, dass keines dieser drei Dinge der Grund dafür ist, dass sich dieser Grabstein gedreht hat. Es wäre mit Sicherheit ein absolut natürlicher Grund dafür zu finden, den man eben noch untersuchen müsste. Diese Ergebnisse der Untersuchung, die wurden dann erstmalig zusammen mit dieser Geschichte damals in der Zeitung veröffentlicht. Zwei Tage nach der Veröffentlichung, da war dieser Stein nicht mehr da. Das Kreuz war zerstört worden. Heute steht auf dem Grab nur noch der Sockel, auf dem das Kreuz stand, und der bewegt sich eben überhaupt nicht mehr, was viele auch für sehr merkwürdig halten. Erwähnen muss man allerdings auch, dass diese Drehung des Kreuzes nicht über Nacht stattfanden, sondern eben über einen langen Zeitraum, manchmal Monate. Was meint ihr? Wollte Elmore darauf aufmerksam machen, dass sie eines nicht natürlichen Todes starb? Oder war sie vielleicht eine Hexe und deshalb hat sich das Kreuz abgewandt? Oder war das Ganze ein Rudel Ameisen beim Krafttraining? Wenn ihr mögt, schreibt mal etwas dazu in die Kommentare. Liebe Mythengemeinde, das heutige Video habe ich unterteilt. Zum einen diese beiden Geschichten für die Leute, die eben nur Berichte hören wollen. Und für die, die darüber hinaus noch interessiert sind, komme ich jetzt zum zweiten Teil. Und da möchte ich jetzt ein paar Fragen beantworten, die halt immer wieder unter den Videos auftauchen im Kommentarbereich. Und es ist teilweise wirklich mühsam, da jedem Einzelnen eine Antwort zu schreiben. Die Hauptfrage habe ich am Anfang ja schon erwähnt. Die Frage, warum immer in den USA und warum nicht hier? Und wenn man meine Videos so ansieht, da ist die Frage ja nicht unberechtigt. Und das ist eine Frage, die habe ich mir vor langem auch einmal gestellt. Und dann habe ich mal angefangen, da so ein bisschen zu recherchieren. Ich möchte da als Beispiel mal diesen Fall nehmen, den ich heute zuerst gezeigt habe mit den beiden Polizisten und den Rettungssanitätern, die diese Hilferufe gehört haben. Da stellen wir uns jetzt einmal vor, wir hätten alle zu Hause ein TV-Gerät. Ich weiß, dass viele gar keins haben, aber wir stellen uns das jetzt einmal vor. Und ihr sitzt abends auf dem Sofa und aus Versehen natürlich kommt ihr auf eine Taste und seid bei Wertlos TV. Und da sitzen da zwei Polizisten, deutsche Polizisten in ihren schicken Uniformen und zwei deutsche Rettungssanitäter und würden dann diese Geschichte erzählen, die die Jungs da drüben in den USA erzählt haben. Mal Hand aufs Herz, was würdet ihr da denken? Würdet ihr denken, oh, das ist aber interessant, oder würdet ihr denken, oh Mann, die haben ja wohl voll einen an der Waffel? Ich persönlich tippe mal darauf, dass die Mehrheit der Zuschauer, wie immer man sie auch einschätzen mag von diesem Sender, denken würde, was ist das denn für ein Quatsch? Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass von ganz oben irgendwann einmal der Anruf käme, wo dann der Leiter des Präsidiums, wo die Polizisten arbeiten, mal eben darauf hingewiesen würde, dass er wahrscheinlich nicht mehr alle Latten am Zaun hat, dass seine Leute sich da so ins Fernsehen setzen dürfen. Ich denke mal, die beiden Polizisten, die hätten auf dem Präsidium nicht mehr allzu viel zu lachen. Und was die beiden Rettungssanitäter betrifft, dürfte das nicht anders sein. Es gibt eine Studie, die ist gemacht worden. Demnach haben über 50% der Deutschen ihrer Meinung nach schon paranormale Erlebnisse gehabt. Und das meist im Zusammenhang mit nahen Verwandten, die verstorben sind. Also ich sag mal, die Oma ist dahingeschieden und die hat immer in der Ecke auf dem Sofa gesessen. Und als man morgens runterkam, war in dem Sofakissen ein Knick drin. Und dann ist das für die Leute dann ein Zeichen, dass die Oma da als Geist gesessen hat. So halt in dieser Form, das ist so die Mehrheit derer, die ein paranormales Erlebnis gehabt haben wollen. Aber genau diese Leute sind es auch, die alles andere abwehren aus dem paranormalen Bereich und sagen, das ist alles Quatsch, das gibt es alles nicht. In Deutschland, gerade in Deutschland, und das ändert sich schon, wenn man unser Land verlässt und in die Nachbarländer fährt, in Deutschland ist kein Platz für paranormale Dinge. Das hat sicher was mit der Mentalität der Deutschen zu tun und auch mit Beamtentum und so weiter. Es gibt hier keinen Platz für solche Dinge. Und damit meine ich jetzt nicht euch oder die Einzelnen, die sich dafür interessieren, sondern das Gesamte. In den USA ist das komplett anders. Es gibt in den USA, und ich habe das ja schon mal erwähnt, in den größeren Polizeipräsidien Vertrauensleute,
die auch dafür da sind, sich solche Erlebnisse anzuhören, um mit den Polizisten zusammen darüber zu sprechen und vielleicht darüber zu reden, was es gewesen sein könnte. Die haben, wie das Vertrauensleute im Allgemeinen auch haben sollten, ich weiß nicht, ob sie sich immer dran halten, aber die haben absolute Schweigepflicht, was Personennennung angeht. Aber nun kommt die andere Seite, wenn Autoren kommen und sagen, wir möchten ein Buch schreiben über paranormale Erlebnisse der Polizei und einen entsprechenden Antrag stellen, dann dürfen sie diese Geschichten weitergeben, allerdings ohne jegliche Namensnennung, maximal der Dienstgrad ist erlaubt. Aber auch nur dann, wenn er keine Rückschlüsse auf die Person zulässt. Das heißt also, wenn auf diesem Präsidium nur ein einziger Polizist ist mit einem höheren Dienstgrad, dann darf man den nicht nennen, weil ja dann jeder weiß, wer gemeint ist. Nun sitzen da aber Polizisten vor der Kamera. Jeder kennt den Namen, jeder kennt den Dienstgrad und jeder weiß jetzt, wie die aussehen. Das liegt daran, dass das denen ihre eigene Entscheidung ist. Die sind da frei, öffentlich drüber zu sprechen, was ihnen da passiert ist. Die nächste Frage ist dann, wenn die jetzt zurück aufs Präsidium kommen, da sind das doch 100% dann die Mobbing-Opfer Nummer 1. Offensichtlich ist das Ganze eben nicht so. Denn wenn über Dinge öffentlich gesprochen wird, und zwar laufend und immer wieder, dann ist das nichts mehr, worüber man sich dann lustig macht. Sondern es wird halt immer mehr Menschen geben, die hinzukommen und sagen, ich habe sowas auch erlebt. Das werden sich dann immer mehr trauen und irgendwann ist klar, das ist nicht zum Lachen, was da passiert ist. Man muss vielleicht klären, was es war, aber erst einmal hat der Kollege da dieses Erlebnis gehabt. Und so ist diese Entwicklung in den USA bei der Polizei eben gelaufen. Es wurde immer mehr darüber gesprochen, weil immer mehr Polizisten so langsam aber sicher genug davon hatten, diese Dinge für sich behalten zu müssen und damit vielleicht auch gar nicht so klar kamen. Und irgendwann war das Ganze mal ein großes Thema und dann wurden diese Vertrauensleute eingerichtet und jeder konnte sich an sie wenden. Und so kommt es, dass von Seiten der Polizei in den USA eben sehr viele Berichte dieser Art existieren, die dann auch auf Nachfrage von Autoren und so weiter veröffentlicht werden. Natürlich gibt es in den USA auch jede Menge Skeptiker, die dann das Ganze nicht ernst nehmen, aber es ist nicht so, dass diese Leute darunter weiß Gott wie zu leiden hätten, wenn sie es denn mal erzählen, was ihnen passiert ist. So, und das ist hier natürlich komplett anders. Ja, der Polizist, der sich hier hinstellt und sagt, ich glaube, ich hatte ein paranormales Erlebnis, so und so war das, der wird nicht mehr viel zu lachen haben. Man mag ja jetzt von den Amerikanern halten, was immer man will, da will ich auch gar nicht drüber diskutieren. Aber eines ist klar, was diese Sache angeht, da sind die uns schon wirklich um Längen voraus. Wenn ihr euch alleine hier auf YouTube mal die US-amerikanischen Mystery-Kanäle ansieht, die haben teilweise Millionen von Abonnenten. Und das ohne zur Hilfenahme irgendwelcher Netzwerkagenturen, womit einige hier ihre Community aufgebaut haben. Die haben das einfach so hinbekommen. Und das deshalb, weil es in den USA eben ein Interesse an dieser Thematik gibt. Aber es ist auch nicht so, dass die alle schlucken und sagen, jo, das stimmt. Da gibt's genauso skeptische Stimmen und Diskussionen unter den Videos wie hier auch. Natürlich ist es auch so, und das muss ich immer mal wieder zwischendurch erwähnen, damit ja nicht der Eindruck entsteht, ich würde die USA als das rosa Mythenland ansehen. Es ist auch so, dass es natürlich auch Kollegen da drüben gibt, die dann die Kollegen, die etwas erlebt haben, fragen, ob sie vielleicht irgendwelche verbotenen Substanzen zu sich genommen haben und das Ganze nicht so als realistisch oder ernst ansehen. Also das ist gar keine Frage. Aber dieses Thema insgesamt, das wird dort eben wesentlich offener aufgenommen. Und das ist bei der Army genau dasselbe. Und das ist auch im privaten Bereich bei den Leuten dasselbe. Die stehen da ganz anders zu solchen Themen und deshalb kann man da auch drüber reden und berichten. Und deshalb gibt es auch so viel aus den USA. Ich bin noch lange nicht davon überzeugt, bei weitem nicht, dass hier gar nichts passiert in dieser Richtung. Es wird halt nur nicht drüber gesprochen, aus der Furcht, dass man für verrückt erklärt werden könnte. Und schon gar nicht wird da in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen oder sowas wie der Polizei, Feuerwehr oder im Sanitätsdienst drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel Altenpfleger, die ja auch wahrscheinlich täglich mit dem Sterben ihrer Bewohner da konfrontiert sind, da frei drüber reden könnten, wenn die da was Merkwürdiges erlebt hätten. So, aber ich habe euch ja im letzten Jahr gesagt, dass ich einfach mal versuchen möchte, ein Buch zu schreiben über solche Erlebnisse der deutschen Polizisten. Und ich kann euch jetzt Folgendes dazu sagen. Gar nichts werde ich schreiben können.
Da geht man also zur Pressestelle und dann nimmt man einige Beispielfälle mit, zum Beispiel diesen ersten Fall hier mit diesen beiden Polizisten und den Sanitätern, noch ein paar andere Fälle als Beleg dafür, dass es diese Dinge ja in anderen Ländern gibt, setzt sich also dahin, versucht zu erklären, dass man bodenständig ist und dass man da nicht irgendwie so ein Spinner ist, der in jeder Ecke einen Geist sieht, und versucht zu erklären, dass man solche Geschichten auch gerne erfahren würde, wenn es die bei der deutschen Polizei gäbe. Dass man da nicht gleich rausgeschmissen wird, das ist ein Wunder, aber man kriegt dann auch zu hören, dass es sowas absolut garantiert und mit hundertprozentiger Sicherheit nicht gibt. Und selbst wenn es so wäre, dass es sowas gäbe, dann würde ich das auch nicht erfahren, denn eines wird es absolut nicht geben, dass hier irgendwelche Akten, Ermittlungsakten oder Berichte ausgehändigt würden. Also komplett nein, man wird nichts erfahren. Ja, und das spiegelt auch so ein bisschen den Rest unserer Republik wider. Ich glaube kaum, dass irgendjemand darüber großartig reden würde, wenn ihm sowas passiert ist. Also wundert euch nicht, wenn die meisten Stories eben aus den USA oder anderen Ländern kommen. Ich würde sehr, sehr gerne Berichte aus Deutschland bringen hier, die so einen gewissen Hintergrund haben, wo das eben jemand passiert ist, der bei der Polizei, bei der Feuerwehr, Altenpfleger oder sonst irgendetwas war. Aber schwierig. Denn ich bräuchte natürlich entsprechende Belege, damit es nicht eben einfach nur Geschichten sind. Und da hört es dann leider auf. Ich möchte nochmal auf die Sendung Haunted verweisen. Diese Seelen ohne Frieden mit Sky Dumont, die da auf TLC läuft. Da wurde hier am Anfang angeschrieben, ob ich da nicht ein paar Fälle kenne und ein paar Kontakte hätte. Und mit Sicherheit sind da auch andere Mystery- oder Mythen-YouTuber auf YouTube angeschrieben worden. Ich habe mir dann mal die ersten Folgen angesehen und habe dann bei zwei Fällen festgestellt, dass diese Leute wirklich da saßen, die das Ganze erlebt haben wollen. Nun weiß ich natürlich nicht, ob bei allen anderen Geschichten, die da so gezeigt werden, auch tatsächlich echte Menschen da sitzen, denen das wirklich passiert ist. Aber bei zweien, weil ich sie kenne, wusste ich das eben ganz genau. Und da sage ich mal, sowas muss man sich erstmal trauen. Ja, da wäre so meine Frage, wer von euch würde sich vor die Kamera setzen und öffentlich im TV erzählen, dass er ein paranormales Spukerlebnis hatte? Wer von euch würde das machen? Mal Hand aufs Herz. Und dabei müsst ihr dann bedenken, dass ganz viele Leute euch da vielleicht sehen, die in eurer Umgebung leben oder mit denen ihr zusammenarbeitet oder wie auch immer. Und dann schätzt das bitte mal realistisch ein. Macht euch wirklich mal Gedanken darüber. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, die allermeisten, die vielleicht irgendwie im öffentlichen Dienst arbeiten oder die halt viele Leute kennen, die das sehen könnten, die würden es wahrscheinlich eher nicht machen. Und das spiegelt ja so ein bisschen ja, die Meinung in unserem Land über diese Themen wider. Ja, so viel mal zum Thema, warum immer aus den USA. Und so wie das da bei der Polizei, Feuerwehr oder sonst irgendwo ist, so ist das auch im privaten Bereich. Wenn da irgendjemand was erlebt hat, da kann der sich schon wesentlich eher trauen, darüber zu sprechen, als er das hier könnte, weil man da nicht gleich für verrückt erklärt wird. Ja, das war heute mal was Neues. Das war ein Mix aus Berichten und aus ja so einem Sprachbeitrag hier. Wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.